Wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Scientists for Future ergreifen heute erneut die Initiative. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hier sprechen, sind Teil der mehr als 26.800 Wissenschaftlerinnen, die diese Stellungnahme im Frühjahr unterzeichnet haben. Wir bekräftigen unsere Unterstützung für die Proteste von Fridays for Future. Wenn wir unsere Lebensgrundlagen schützen möchten, müssen wir in unseren Ländern und weltweit jetzt auf eine ambitionierte Klimapolitik umschwenken. Wir fordern die Regierungen von Deutschland, Österreich und der Schweiz auf, umgehend wirksame Maßnahmen des Klimaschutzes zu ergreifen. Wir müssen uns jetzt auf den Weg machen, gemeinsam in eine solidarische, zukunftsfähige und enkeltaugliche Gesellschaft. Wir haben nur diese eine Welt. Um sie zu erhalten, müssen wir handeln. Gemeinsam. Mutig. Jetzt.